Gerade auf den letzten Drücker sozusagen habe ich es jetzt noch geschafft, die Kamera anzuschalten und euch ja hier dieses Glas zu zeigen, denn ich gönne mir gerade eine kleine Mittagspause und bin dabei, das hier zu genießen. Ich hatte da ein großes Glas, nur es war jetzt fast leer, sah dann auch nicht mehr so schön aus, weil ich daran getrunken hatte. Deshalb habe ich gerade noch so einen Rest in das kleine Glas hier abgefüllt. Denn ich habe was Neues entdeckt für unsere Zellen, für unsere Gesundheit, ja, wo unser ganzer Organismus sich einfach daran erfreut. Ich bin ja Nahrungsergänzungsprodukten, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen auf Distanz im Großen und Ganzen, weil ich mich ja doch zu einem recht hohen Anteil rohköstlich ernähre und vor allem eben auch die Wildkräuter sehr tagtäglich auf meinem Speiseplan sind, wobei das jetzt zu überwintern natürlich ein bisschen nachlässt, weil es draußen ja nicht mehr allzu viel gibt. Ich habe zwar so einen gewissen getrockneten Wintervorrat, aber das ist doch nicht so ganz für mich das Gleiche, als wenn ich dann so rausgehen kann und ja, so die frischen Wildkräuter ernten kann. Und so bin ich über die liebe Dr. Med.Dent Karin Bender-Gonser auf eine Firma aufmerksam geworden, auf Lebenskraft pur. Habe auch schon mit dem Inhaber dieser Firma oder einem der Geschäftsführer vielmehr telefoniert. Und in diese Firma, muss ich sagen, habe ich doch großes Vertrauen jetzt gewonnen. Und in diesem Glas, was ich dir eben gezeigt habe, da verbirgt sich dieses Produkt hier, Biobasis Plus. Mein Mann und ich, wir trinken ja schon so ja, seit 3-4 Jahren jeden Tag, wenn wir denn zu Hause sind, einen frisch gepressten Saft. Den habe ich dieses Jahr, weil ich so viel unterwegs war, auch recht oft vermisst und ja, habe zwar dann so unterwegs natürlich Zugriff zu Obst und Gemüse, aber so ein frisch gepresster Saft ist doch nochmal was anderes. Und da habe ich heute Morgen, das Paket kam gestern erst an, da habe ich heute Morgen diesen frisch gepressten Saft genommen und habe mir 2 Esslöffel von diesem Biobasis Plus hier reingerührt und das bin ich jetzt eben am Genießen. Ich sage bewusst genießen, die Firma macht darauf aufmerksam. Ich lese euch auch gleich mal vor, was hier alles drin ist. Da sind natürlich sehr, sehr viele Bitterstoffe drin, die aber elementar wichtig sind für unseren Organismus, für unser Wohlbefinden, für unsere Zellen, unsere Organe, unser ganzes Betriebssystem, um es mal so auszudrücken. Und deshalb macht die Firma auch darauf aufmerksam, dass es schon mal ein bisschen bitter schmeckt. Mir persönlich macht das nichts, meine Geschmacksnerven, die sind da total schon drauf eingestimmt, also ich finde das überhaupt nicht bitter, zumal ich das ja auch jetzt hier in diesem frisch gepressten Saft habe, da ist unter anderem Orangensaft mit drin, aber das ist auch etwas, wo man sich mit der Zeit dran gewöhnt, also je nach Konsistenz oder je nach ja, eigener Körperverfassung mag das die erste Zeit sehr bitter schmecken, aber es lohnt sich mal dann auch so diesen Punkt zu überwinden. Die Geschmacksnerven verändern sich und der Körper, die Zellen, die schreien geradezu nach diesen Nährstoffen, wenn man sich das mal angewöhnt hat. Ja, und deshalb habe ich gedacht, ich werfe jetzt mal schnell die Kamera an und möchte das mit euch teilen, weil ich, wenn du so auch das Gefühl hast, wie ich jetzt zu überwintern, kann der Körper einfach noch zusätzlich zu einer guten Ernährung doch noch ein paar zusätzliche Nährstoffe gebrauchen, dann ja, kann das vielleicht so eine Variante für dich sein. Und jetzt lese ich euch mal vor oder lest ihr mal vor, was da alles drin ist. Das ja, ist geballte Power. Und zwar Flohsamenschalen, Chiasamen, Löwenzahn, Traubenkern, Kohl, Petersilie, Gerstengras, Hafergras, Alfalfablatt, Ashwagandha. Ashwagandha, wer das noch nicht gehört hat, ist übrigens eine Schlafbeere. Aber man wird nicht müde davon. Nur die Schlafbeere als solches kann man unter Umständen auch einsetzen, ja, abends, um besser einzuschlafen. Aber ich kenne die unter diesen Aspekten hier in unseren Regionen nicht. Dann ist drin Brennnesselblatt, Spirulina, Gotu-Kota, Spinat, Ingwer, Kurkuma, Matcha, Rote Beete, Topinambur, Hagebutten, Weizengras, Moringa, Grünkohl, Brokkoli, Chlorella, Kelp, Astragaluswurzel, Amla-Beere, Cranberry, Camu-Camu, Schisandra-Beere, schwarzer Pfeffer,
Boxhorngläsern gekeimt sogar. Granatapfelkern, Reishi, Shiitake. Brokkolisprossen auch gekeimt. Anis, Bimber, Nelwurzel, Wacholder, Schafgarbe, Wermut, Fenchel, Kümmel und probiotische Kulturen. Und das alles aus biologischem Anbau und zum Teil eben auch in Rohkostqualität. Und das hat mich letzten Endes doch so ein bisschen, ja, von meinem Bauchgefühl hier jetzt angezogen, wo ich mich hineingelauscht habe und gedacht habe, ja, das gönne ich mir jetzt und damit tue ich meinem Körper jetzt einfach mal zusätzlich für die nächsten Wochen hier über Winter noch etwas Gutes, weil in der Konzentration, ja, selbst wenn ich im Sommer früher oder von früher bis Herbst jeden Tag unterwegs bin und frische Wildkräuter sammle, in dieser Konzentration nehme ich das dann, glaube ich, auch nicht zu mehr. Und weil es, wie gesagt, auch alles aus biologischem Anbau ist, auch in Deutschland hergestellt und abgefüllt ist, also jetzt nicht nur in Deutschland abgefüllt, sondern hier auch verarbeitet. Es ist auch ein Glasgefäß, ist kein Plastik, auch auf solche Dinge achtet die Firma eben. Und ja, das wollte ich doch einfach mal auf die Schnelle mit euch teilen. In diesem Sinne, ich werde jetzt noch meinen restlichen, ja, Lebenstrunk hier genießen und dann geht's wieder am Computer weiter. Ich wünsche dir euch noch einen wunderschönen Tag. Danke für euer Interesse, für dein Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Tschüss, das war die Irmgard.